wisst nicht, was euch erwartet. Servus Leute, ich bin der Giganti und ich begrüße euch zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder gute Neuigkeiten für den nächsten Patch, die aber leider wieder einen bitteren Beigeschmack haben. Aber prinzipiell sind es erstmal gute Neuigkeiten, denn wir können mit einer alten Ressource recht gute Ausrüstung für den neuen Patch uns verdienen. Das freut ganz besonders, denke ich mal, Solospieler, die vielleicht nicht Rain waren und deshalb nicht die maximale Ausrüstungs- bzw. Gegenstandsstufe ergattern konnten im letzten Patch bzw. jetzt noch im aktuellen Patch und sich darüber dann doch mehr freuen wie vielleicht Raider. Bitterer Beigeschmack hat das Ganze, wie schon gesagt, aber dazu komme ich dann gegen Ende vom Video. Zunächst mal, was für Ausrüstungsgegenstände sind das denn? Und zwar gibt es im neuen Minigebiet im Schlund einen neuen Händler und eine neue Fraktion. Und bei diesem Händler können wir uns für Stygia dann Gegenstände kaufen. Und zwar Gegenstände, sogenannte Rüstungstoken, und die heißen Cordian Armaments. Und die verwandeln sich zu einem zufälligen Gegenstand der Gegenstandsstufe 200. Also da können rauskommen Ringe, da können rauskommen Waffen, Schildhände, Kopf, Brust, wirklich Schmuckstücke, einmal alles durch. Also wenn man genügend Stygia sammelt, kann man sich hier schon mal auf jeden Fall komplett bis Gegenstandsstufe 200 ausrüsten. Und das Ganze, diese Token sind auch noch accountgebunden. Das heißt, ihr könnt die auch noch kurz euren Twinks rüberschicken, wenn ihr selbst schon alles mit eurem Main habt und euren Twink mal kurz auf Gegenstandsstufe 200 boosten. Das Tolle an dieser Ausrüstung ist, wir können sie auch noch weiter aufwerten. Die Aufwertung funktioniert dann nachher folgendermaßen. Wir schalten über eine Questreihe der neuen Fraktion, wie schon eben gesagt. Die heißt The Archivist's Codex zu Englisch. Bei der machen wir eine Questreihe, sammeln dadurch Ruf und damit schalten wir auch die verschiedenen Stufen der Aufwertung nachher frei. Die Aufwertung nachher kostet allerdings kein Stygia mehr, sondern auch schon die neue Ressource Catalog Research. Das sind quasi so Geheimnisse aus Cordia und die bekommen wir eben im neuen Patch 9.1. Das ist dann sozusagen die neue Währung im Schlund, also der Nachfolger von Stygia so ein bisschen. Und damit können wir dann die Gegenstände auch schon bis Gegenstandsstufe 233 aufwerten, was dann doch schon ganz ordentlich ist. Die Ausrüstung, kurz gesagt, ist dann doch ziemlich stark mit 233, denn 233 ist auch genau die Gegenstandsstufe, die wir aus der Normal Raid Schwierigkeit des neuen Raids Sanctum der Herrschaft bekommen werden. Und das ist schon recht stark, wenn man sich dafür überlegt, man muss dafür nichts weiter tun als Gegenstände kaufen und sie nachher mit der neuen Ressource eben aufwerten. Und das geht so ganz nebenbei, weil die neue Ressource verdienen wir uns eben in Cordia, wie bisher das Stygia auch im Schlund, nebenher. Und das macht das Ganze eben auch so gut. Jetzt fragt man sich, gibt es bessere Ausrüstung? Natürlich gibt es die. Ich habe eben gesagt, das entspricht der Normal Raid Gegenstandsstufe, also aus HC Raids und aus Mythisch Raids, genauso wie aus Mythisch Plus Dungeons natürlich, werden wir bessere Beute herausziehen können. Ganz logisch. Aber an Solo-Content, also Dinge, die ich alleine erledigen kann, alleine mir sammeln kann, wird so schnell da nichts rankommen. Und das macht das Ganze eben in meinen Augen so stark. Vor allem für Solospieler ist das wirklich enorm. Und bevor wir jetzt zu diesen Nachteilen kommen, wenn euch dieses Video hier gefällt, dann lasst mir jetzt doch gerne ein Abo da, das wäre wirklich gigantisch. Und dann verpasst ihr in Zukunft auch gar nichts mehr Videos wie dieses hier, Fun News, meine Streams. Dann seid ihr immer mit dabei und am Start. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu diesem Wehmutstropfen, den ich zu Beginn des Videos schon angesprochen habe. Der kleine Nachteil, der doch nicht ganz so klein ist. Und zwar klingt 200 Gegenstandsstufe für gerade mal 1000 Stygia, da wir das ja nach wie vor noch nebenher bekommen, erstmal nicht schlecht. Aber aus diesem einen Gegenstand, den wir kaufen können, kommen unsere Rüstungsgegenstände komplett zufällig raus. Also wir können uns nicht aussuchen, wir wollen jetzt eine Brust oder wir wollen einen Ring oder wir wollen eine Waffe oder einen Kopf oder irgendwas anderes. Nein, es ist komplett random. Sowohl von den Werten, die nachher drauf sein können, als auch von dem Teil, das wir dann nachher eben bekommen. So kann es sein, dass wir 20 Gegenstände kaufen müssen und doch nicht den einen Gegenstand bekommen, rausziehen, den wir benötigen.
Und wenn wir den dann nach dem 50. Token endlich bekommen haben, dann hat der die miesesten Stats für unsere Klasse drauf, die es überhaupt gibt. Und wir können uns nochmal für 50 weitere Token hoffen, dass wir so einen Gegenstand bekommen. Und das ist wieder so ein richtiges Random-Zufallsgenerator-Prinzip, was Blizzard da reingeschmissen hat. Ich frage mich wirklich, warum man hier wieder diesen Schritt zurück macht und den Spielern hier die Wahlmöglichkeit nimmt und das Ganze eben zufällig macht. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, der Schlund ist halt nach wie vor eine Zone, die kotzt die meisten, nicht alle, aber die meisten Spieler doch richtig an. Die verbringen da nicht so gerne Zeit darin, was ich auch verstehe. Alles fühlt sich schwer an, träge. Es macht ja oftmals nicht so viel Spaß, dort Zeit zu verbringen. Ja, dann hat man endlich Stygia gefarmt, einiges, dann kommt so ein L-Raid vorbei oder Horden-Raid, je nachdem welche Fraktion man ist, klatscht einen um, ohne Selbstverschulden. Und dann hat man direkt schon mal von seinen, keine Ahnung, 10.000 Stygia, die man zusammen gefarmt hat, 2.000 wieder verloren, wenn man nicht mehr an den Charakter oder so hinkommt. Und dann hier zusätzlich noch die Wahlmöglichkeit, einem zu nehmen und das komplett random zu machen, ist dann doch schon sehr kritisch, wie ich finde, stelle. Ich meine, ja, Zufallsbelohnungen können an manchen Stellen sinnvoll sein, aber nicht bei so etwas Progress-behafteten, wie nachher die Ausrüstung, die man tatsächlich trägt. Da hätte man die Tokens lieber ein bisschen teurer machen können, vielleicht 2000 Stygia, aber hätte dann eine Wahlmöglichkeit gelassen, wäre an dieser Stelle viel, viel sinnvoller gewesen. Ein zweiter kleiner Wehmutstropfen gibt es auch noch. Das betrifft jetzt ausschließlich den Main-Charakter, und zwar die Aufwertungen, die sind nachher auch noch abhängig von unseren Ruhmstufen. Wir können ja pro Woche 2, maximal 3 Ruhmstufen uns nachher verdienen und das maximal mögliche Item-Level 233 zum Aufwerten schalten wir erst mit Ruhmstufe 75 frei. Das heißt, wir werden wieder einige Wochen bzw. Monate vielleicht sogar damit verbringen, bis wir eben dort einmal hingekommen sind. Und das ist der zweite Wehmutstropfen an dieser Stelle. Da wird der ein oder andere wahrscheinlich schon einige bessere Teile eben aus Mythisch Plus oder aus den Raids gezogen haben. Und alle anderen, die das eben nicht machen, die brauchen eben wieder viel länger, um auf denselben Stand zu kommen. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann soll es das an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch im Stream, wie ihr das mögt. Macht's gut, bis dorthin. Euer Giganti.